Guten Morgen, Leute. Ich wünsche einen schönen Tag der deutschen Einheit. Also, wir haben jetzt hier Samstag. Ich weiß, das Video kommt später tatsächlich. Ist mir aber auch im Nachhinein eingefallen, dass ich das mal so ein bisschen mit einberechnen muss. Ja, wir sind im Diesel. Ach so, ich sollte meine Kopfstütze hoch machen, haben wir mir gesagt. Wo geht denn das hier? Knopf suchen. Der? Ah, da. So. Seid ihr jetzt zufrieden? Warte. So. Kopfstütze ist richtig jetzt. Ich gehe aber nur kurz Werkzeug holen, weil wir dann nämlich direkt zum Schrottplatz durchfahren. Zum Schrottplatz. Ich will dieses Pumpeneinheitsding für den M noch holen, weil ja, das ist halt, was mich ärgert. Also mich ärgert es mehr selber, dass ich das jetzt kaufen muss, beziehungsweise holen muss, weil das Auto halt so nicht bewegbar ist. Wir können den Wagen nicht länger laufen lassen zum Entlüften und so weiter, um zu gucken, ob alles läuft und so weiter. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ja, und das würde ich halt gerne schon mal, dass das so abgehakt ist halt. Okay, Wagen lief, ist entlüftet einigermaßen und funktioniert auch so einigermaßen. Ja? Also zumindest das, was man so grob testen kann, während er steht. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich wollte ja zum Schrottplatz fahren. Ja, die haben auch zu. Yep. Also kein deutscher Schrottplatz, sondern der holländische. Aber soweit ich jetzt das mitgekriegt habe, haben die da irgendwie ein Problem mit den Deutschen heute. Weil halt hier alles zu ist und die Leute da drüben einkaufen gehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt zugemacht haben. Keine Ahnung. Ist ja auch nicht schlimm. Dann machen wir hier was. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die richtige da gefunden hätten, ist auch relativ gering. Also im Endeffekt müssen wir die so oder so bestellen. Ja, ich gebe das so weiter und dann ist das halt so. Vielleicht müssen wir auch nichts mehr im Auto machen und wir geben das Auto so ab. Ist natürlich schade, aber was soll ich machen? Es wird sich zeigen, es wird sich zeigen. Aber so können wir jetzt an unseren Sachen weiterarbeiten. Schön ist es hier. Freut mich, das zu sehen. So. Ah, wobei, wartet. Wir müssen ja auch noch hier. So. Jetzt so. Saugeil, wirklich. Ich freue mich so dermaßen. Das ist echt schön. Jetzt haben wir hier Platz. Hier können wir später noch sauber machen eben. Der Pickup, der verliert auch Wasser, glaube ich. Wenn das hier Wasser ist. Der Fleck ist neu. Ja, das ist Wasser. So weit vorne kann kein Öl sein, glaube ich. Ja, aber das ist nicht schlimm, weil ich habe eh noch ein paar Sachen fürs Wasser neu. Und wenn ich mir jetzt so die Seitenwand hier angucke. Ja, es ist zwar jetzt nicht perfekt. Ja, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also, minimal ist da noch ein paar Sachen, die rausstehen. Das mache ich aber nicht heute. Also ich werde jetzt hier heute nicht hier rumkloppen an der Karre. Aber so ein paar Sachen, ich glaube, hier ist so minimal, zum Beispiel das hier, dass ihr das auf der GoPro erkennen könnt. Das steht noch ein bisschen raus, also die Linie hier wird nicht weitergeführt. Und mal gucken, ob wir das warm machen können und dann halt immer so gezielte Schläge genau hier auf die Ecke. Vielleicht kann ich auch irgendwas hier an die Ankanten so von hinten, dass wir die Kante da wieder hinbekommen. Genau dasselbe ist hier auch, wobei das weiter drin ist, das geht noch. So generell ist die Kante aber wieder da. Das ist aber eigentlich ganz in Ordnung. Also es sind nicht viele Sachen, die weit zu weit draußen stehen. Eigentlich gar keine. Hier die vielleicht ein Stück. Die müssen wir ein bisschen reindengeln. Aber naja, wird sich alles zeigen. Jetzt komme ich auch mal wieder an mein Moped dran, hier, um hier lang zu fahren. Das war nämlich die ganze Zeit da hinten eingesperrt. Da in der Ecke, seht ihr das? Und da kam ich da nicht dran. Ich würde sagen, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, werden wir jetzt erstmal meinen Werkstattwagen aufräumen. Vielleicht noch die Werkbank. Aber erstmal Werkstattwagen. Sollen wir das professionell machen? Wie das YouTuber machen? Okay, pass mal auf. Wir schieben den Benzin jetzt mit. Jetzt werden wir den aufräumen. Wirklich ganz professionell. Nämlich so. Kennt ihr das? Das ist ein YouTuber-Trick. Den könnt ihr machen, wenn ihr Videos macht. Also jeder, der Videos macht, kann das machen. Ihr nehmt euren Finger. Dann schnipst ihr einmal. Und alles ist aufgeräumt. Pass auf. Der war nicht gut. Nochmal. Tada! Ganz easy. Sag ich doch. Ruckzuck geht das.
Nee, Spaß. Ich habe es eben mal aufgeräumt hier und das sieht doch schon wieder ganz annehmbar aus. Ich habe noch eben ausgeblasen hier, aber manche Sachen bleiben halt immer drin. Den hätten wir. Jetzt muss natürlich noch die Werkbank, weil ich habe auch viele Sachen, die auf dem Werkstattwagen logischerweise hingelegt, da diese an die Wand gehören. Und die müssen wir noch an die Wand machen. Zum Beispiel halt sowas hier. Die ganzen Dinger hier, ne, die müssen halt auch wieder an die Wand. Die waren ja vorher auch alle an der Wand. Bin immer überlegen, mach mal die hier hin. Doch, ich würde sagen, die machen wir hier hin. Doch, da gehören sie auch eigentlich hin. So nebeneinander alle drei. Eigentlich eine gute Idee. Der BGS-Koffer ist tatsächlich fast vollständig. Meine Kiste ist auch vollständig. Ne, also randvoll. Das meiste ist wieder da. Klar, fehlen ein paar Sachen, aber die haben auch vorher schon gefehlt. Wie zum Beispiel das mit dem Schraubendreher, hatte ich ja gesagt gehabt. Vielleicht die hier drin sind, tausche ich einfach alle aus gegen die HZ, die mir geschickt wurden. Das wäre natürlich auch eine Option. Dann kann ich die hier sind, alle an die Wand hängen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Zumindest halt die kleinen. Also die großen lasse ich drinnen hier. Oder ich muss mir mal so neue Fächer holen. Das wäre auch ganz nice. Aber bezüglich Kasten habe ich vielleicht noch eine kleine Ankündigung für euch. Da gibt es nämlich ein richtig cooles Ding. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Mehr sage ich dazu erstmal nicht. Ja. Okay, weiter geht's. Toll, Tankstellen-Red Bull, hast du gesagt. Ich habe auf der Party voll vergessen, Netto hat zu. Du wolltest mir Red Bull mehr bringen? Bis kurz vor Netto habe ich gedacht. Ja. Hey, es ist Feiertag, Alter. Auf dem Samstag. Ja, sogar der Schrottplatz hat zu, ne? Echt? Ja, also ich habe halt geguckt, online steht, dass sie zu haben. So, und ich wollte jetzt nicht auf gut Glück dahin fahren und hoffen, dass ich da hinkomme. Vielleicht mache ich das nächste Woche dann irgendwie. Aber wusstest du, dass man jetzt nur noch 24 Stunden im Land sein darf? Weiß ich nicht, warum. Boah. Corona. Echt? Hm? Ist doch scheiße. Ja, so lange bleibe ich länger als 24 Stunden, wer wissentlich macht, Paras. Lol. Okay. Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Ja, falls ihr nicht bemerkt habt, Christian ist hier. Und die wollen ja nicht, dass heute Pendel oder Fliege. Ja, das habe ich mitgekriegt, aber das ist auch nicht so schlimm aktuell. Ja, aber guck. Ganz ja, guck auf die Uhr. Wir haben ja schon fast 3 Uhr. Also eigentlich. Ich bin immer spät gefahren. Ja, gut, okay. Aber so nach 18 Uhr finden es da nicht mehr so viele Leute. Stimmt auch wieder. Also wenn, würden die jetzt irgendwie kommen, aber nicht mal bei dem Regen. Wir haben 13 Grad und Regen. Also glaub nicht, dass da so viele Leute hinfahren werden. In der Zwischenzeit habe ich noch ein paar Sachen aufgehangen. Wie noch ein paar. Hämmer. Hämmer ist richtig, ne? Mehrzahl, ja, ne? Ja. Hämmer, ja. Dann die Dinge habe ich aufgehangen, habe ich ja gesagt. Das ist eigentlich ziemlich gut. Also es passt auch so, man kommt überall dran. Das ist okay, das ist in Ordnung. Unten dann natürlich noch nicht, weil ich wollte die erstmal gerade ausrichten alle, ne, dass die halt gerade alle stehen. Jetzt müssen noch 2 Ratschen dran. Hinten die Hämmer habe ich schon. Ja, wird. Was sagst du, Christian? Super. Super. Chill wieder hier oben. Christian hat mich aufgehangen vom Arbeiten. Du warst der Erste, der hier oben war. Und wie ist es? Gemütlich. Ist geil, ne? Ist geil. Komm, mit noch 3, 4 Rechner hängen, kannst du LAN-Partys machen. Alter, das wäre cool, ne? Das wäre cool, wo wir LAN-Partys. Ja, Christian hat gesagt, er bringt noch PlayStation, Xbox und den ganzen Scheiß mit. Und dann Fernseher und so. Toll, Fernseher. Ja, Mann, und dann zocken wir hier die ganze Zeit. Ja, chillen wir hier die ganze Zeit. Oh, Leute. Ja, ich mach mal ein bisschen weiter. Ich geh mal runter. Bisschen aufräumen noch weiter. Und dann fahren wir gleich nach Hause. Muss ja gemacht werden hier, ne? Ist halt so, ne? Ja, da wir jetzt den Werkstattwagen so gut aufgeräumt haben, würde ich sagen. Also gut aufgeräumt ist jetzt auch falsch gesagt. Aber hier steht schon wieder was drauf. Ja, würde ich sagen, gucken wir, dass wir hier den Scheiß noch weggeräumt kriegen. Und das ist auch endlich mal gut mit aufräumen. Zumindest das, was ich euch zeige. Den Rest mache ich dann halt immer so nebenbei. Langsam geht es mir hier auf den Sack. Gut, wir haben das jetzt schon da aufgehangen. Da würde ich jetzt gleich noch weitermachen und den Rest fertig machen, dass die ganzen anderen Sachen aufgehangen sind. Und dann sind wir auch durch, würde ich sagen. Weil heute ist übrigens, hatte ich ja am Anfang gesagt, ne? Ja, ich hätte am Anfang gesagt, dass heute Tag der Deutschen Einheit ist. Ja, machen wir die Heizung aus. Aber ich denke, so lange bleiben wir nicht mehr hier, dass es sich lohnt, dass hier jetzt noch läuft. Und dann haben wir heute einen sehr erfolgreichen Tag hinter uns, würde ich sagen. Also mehr für mich als für euch, aber. Und Faulenzen. Da oben geht so schnell zu Faulenzen, das glaubt ihr gar nicht. Achso, und Pfand zusammenrollen wollte ich gleich noch eben. Da muss ich mal gucken, ob ich noch einen großen Karton habe, weil der Pickup liegt auch vor dem Pfand.
Das geht relativ schnell hier bei uns. Und nicht mal von mir, sondern von den anderen, ne? Wenn jemand irgendwas bringt. Christian hat gestern sein ganzes Auto leer gemacht. Hat alles Pfand hier gelassen. Ach, ich meine, ich habe mich dagegen, Altersvorsorge, ne? So. Fertig. Alles soweit aufgeräumt. Kann sich sehen lassen, oder? Ganz ehrlich. Für die Einweghandschuhe besorge ich mir noch so eine Halterung. Die gibt es bei Amazon. Habe ich meine Mutter mir gezeigt. Ich glaube für 10 Euro oder sowas. Das ist halt so ein Casting, kann man an die Wand schrauben. Dann kann man da immer rausnehmen. Das ist eigentlich ziemlich cool und praktisch. Da werde ich mir direkt mal einen von besorgen. Ja, Rest ist wie folgt. Die Kisten habe ich jetzt noch stehen lassen, weil die noch teils leer sind. Da habe ich ja so Dreiersteckdosen und sowas halt drin gesammelt. Hier sind Kabel, Audiokabel, USB-Kabel und sowas halt. Alles, was so mit Audio-Zeugs, Netzwerk, etc. zu tun hat. Also theoretisch alles, was nicht Stromkabel ist auf gut Deutsch. Also sucht man sich nämlich einen Wolf, wenn man so eine Dreiersteckdose oder Stromkabel sucht. Ja, die anderen sind noch leer. Die habe ich noch nicht gemacht. Hier unten ist natürlich die ganzen Kisten einsortiert, wieder wie früher. Ja, das ist das Ganze auch ein bisschen... ja, Struktur, dann dass man nicht immer ins Lager rennen muss für irgendeinen Kasten, was natürlich absolut keinen Sinn macht. So was hat meiner Meinung nach nichts im Lager zu tun. Und ich gehe davon aus, für einen schönen Feiertag ist das ein guter Abschluss heute. Es hat alles so geklappt, wie ich wollte. Wir haben die Wand weitergemacht, hier oben sind noch ein paar Sachen aufgehangen jetzt. Das ist halt immer nach und nach, ich sag ja, das muss alles so ein bisschen System haben. Das hier gefällt mir nicht so ganz, weil das so ein bisschen zu nah an der Zange ist. Aber ich sage euch ganz ehrlich, die Zange benutze ich sowieso nicht so oft. Das ist schon okay so, glaube ich. Ja, das ist okay, das geht klar. Von daher, ich denke mal nicht, dass das trotzdem Nachtgang noch stören wird oder so. Dann habe ich hier hinten noch die Hebeleisen aufgehangen. Ne, alle vier, die ich habe. Ich habe noch eine große Brechstange, aber ich weiß nicht, ob ich die hier hin machen will. Weil wenn die fällt, da tut weh. Auch die obere eigentlich schon, aber gut, okay, das ist noch okay. Das kann man noch verkraften. Ja. Des Weiteren ist jetzt nichts mehr hier hinzugekommen. Hier unten sind noch Sachen, die ich noch nicht zuordnen kann. Die habe ich jetzt erstmal hier hingelegt. Da weiß ich noch nicht, wohin damit und ob die überhaupt hier bleiben. Eigentlich sind das so Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt hier haben würde. Die würde ich gerne in ein Regal tun, wo zum Beispiel Ersatzteile drin sind oder sowas. Das soll dann hinterher hier drin sein, sehr wahrscheinlich. Weil hier ist auch noch so ein bisschen Chaos. Das wird auch so bleiben, erstmal, sehr wahrscheinlich. Bis ich mir halt das gebaut habe für die Fässer auf jeden Fall auch. Und halt so, ich sage jetzt mal nicht Regal, aber ich würde dann schon gerne irgendwie die Möglichkeit haben, hier zu organisieren. Vielleicht machen wir hier oben einfach eine Platte, wo ich dann halt so Ersatzteile hinlegen kann. Weil Ersatzteile sind halt so eine Sache, die kann man zwar gut lagern, ja, aber die kann man schlecht in einem kleinen Raum lagern, weil es halt sehr viele verschiedene Teile sind, die man eigentlich immer sehen muss. Und da ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Ja, Werkstattwagen habe ich euch eben schon gezeigt, das ist fertig. Das hat sich jetzt nichts verändert. Ich habe das Messer noch hinzugelegt. Das war's eigentlich. Ja, Pfand habe ich vom Pickup sortiert hier. Das war's auch eigentlich. Also hier habe ich nichts anderes als gemacht mehr. Ja, das würde ich als Abschluss für heute sehen. Heute ist nicht viel gewesen, es tut mir leid, Leute, aber es muss halt auch alles gemacht werden. Ich habe es euch beim letzten Mal schon gesagt. Wer keinen Bock drauf hat, haut rein. Falsche Seite, ich weiß, aber ist egal. dann kann ich nichts dafür. Es ist halt so. Das ist halt, wenn ich daily filme, dann filme ich halt sowas. Also, und wenn ich hier eine Woche dran bin oder drei Wochen dran bin, ist halt so. Kann ich nichts machen. Aber es werden bessere Zeiten kommen, das kann ich euch versprechen. Ich werde mich versuchen zu bessern. Und wenn nicht, seid ihr dafür verantwortlich, mich in den Kommentaren fertig zu machen, dass ich hier aufräumen soll und sowas. Halt alles wieder so ordentlich machen soll wie vorher. Weil eine Werkbank ist da, um Sachen draufzulegen, mit der man arbeitet und nicht sein Krempel, sein Müll, sein Zeug, was man nicht wegräumen will. Und ich habe sogar tatsächlich hier die Handschuhe geordnet. Ich habe hier komplett neue Handschuhe drin. Ne? Die habe ich auch alle zusammen gemacht, dass immer zwei sind. Ja, und hier sind die benutzten auch zusammen gemacht, dass man immer zwei Stück greift. Na, ich tue die mal vorne hin, das ist glaube ich ein bisschen einfacher. Eine haben wir noch frei und die Kiste gehört hier nicht hin. Das heißt, wir können sehr wahrscheinlich auch ein bisschen was nach oben packen, weil die großen passen nur in diese und ich habe noch zwei von den großen. Da müssen wir mal gucken, wie man da so ein bisschen... Ach, ich habe noch eine kleine. Dann passt das auch. Also das ist eigentlich egal. Oder ich mache hier eine große draus oder sowas. Keine Ahnung. Und die Kiste müsste eigentlich mal sortiert werden. Also wer Langeweile hat und Schrauben sortieren kommen will, Kiste der Hoffnung.
kann von mir sortiert werden. Gut, Leute, ich mache dann Schluss für heute. Wir haben auch schon 20 vor 7 und eigentlich war gar nicht geplant, so lange hier zu bleiben, aber es hat sich so ergeben. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis. Und wie gesagt, versucht mich zu ärgern, dass ich halt hier mich dran halte, dass ich mich ein bisschen mehr aufräume und so weiter. Hier müssen wir natürlich auch gucken, aber das ist halt eher hinterher wegräumen ins Lager quasi und wenn das abgeholt wird. Also das fehlt noch. Das haben die Jungs noch nicht abgeholt. Boah, das war ein Sonnenfleck. Gut. Hey Google, schalte Fernseher aus. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ergo, morgen. Haut rein. Nicht vergessen, kommentieren, liken. Und für die neuen Leute, haut bitte ein Abo rein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann seht ihr meine Fresse in der Sonne öfter. Tschüss.